Ja, und dann der Fräser. Fräser, genau. Ist auch tatsächlich bei Amazon gekauft. Mhm. Ist ein digitaler, mhm. ja, kann man super einstellen. Bis 35.000 Umdrehungen geht er. Okay, cool. Ja. Lässt sich ja auch schön reinigen, ne? Wenn genau, das dann genau. mit Touch ist und so. Ja. Einmal drüber wischen und fertig. Und eben, einmal drüber wischen. Mhm. Die Funktion nutzen wir natürlich nie, die Bit-Funktion. Ja. Weil, das liegt dann auf dem Tisch rum wieder. Also die Bits müssen ja sowieso gereinigt werden. Mhm. Verschweißt du die? Hm? Verschweißt du die Bits? Nein, also ich verschweiß sie nicht. Wir bewahren sie in Boxen auf, mhm. dann, wenn sie gereinigt sind und nicht gebraucht werden. Aber ich schweiß sie nicht auf. Nee, das ist mir, also ich habe die zwar da, das Papier und so weiter, aber es ist mir zu viel Papier und Plastik. Ja, wenn ihr die in Boxen habt und staubfrei gelagert sind, dann reicht das ja vollkommen. Die werden ja eh nur noch mit den Handschuhen angefasst und dann kommt die in die saubere Box, die ja auch steril ist und dann, Und Instrumente sehe ich auch hier rumliegen. Genau. Tatsächlich haben mich auch letztens Schüler gefragt, was ich denn alles benutze. Und dann habe ich ihnen dieses Tablet vorgezeigt. Dann waren sie schockiert, dass es so wenig ist. So wenig ist. Wie, nur mit so wenig Materialien arbeitest du? Ja, tatsächlich. Mhm. Ich habe keine 100.050, also ich habe tatsächlich 100.050 Fräseaufsätze, aber einfach darum, weil ich sie kennenlernen wollte und ihre Funktion kennenlernen wollte. Und aus dem habe ich dann herausgefunden, welche ich tatsächlich benötige und welche nicht. Mhm. Aber ich, wenn ich dann ein Running System habe, dann wechsle ich die nicht mehr. Never change running system. Ja, genau. Auch das drei Stück und drei Diamant und einen Hardmetal-Fräser und eine Schere oder einen Nagelzwicker. Löst also du auch ab, Gel, oder fräst du immer? Du meinst Shellac? Mhm. Also UV-Polish. Mhm. Es ist mal so, mal so. Wenn der Kunde darauf besteht, es eingewickelt zu haben wollen, dann tatsächlich mache ich das. Aber ich muss trotzdem vorher, weil die Produkte, die wir benutzen, die musst du vorher anmattieren, damit die überhaupt abgelöst werden. Und daher trage ich so viel wie möglich schon mal ab, damit dieser Ablöseprozess nicht zu lange dauert. Weil sonst 10-15 Minuten, ne? Genau, kannst du ja echt ewig sitzen teilweise. Genau. Und dann musst du nochmal nachfeilen. Genau, nacharbeiten und du verlierst dadurch fast 20 Minuten. Und geht das Fräsen doch deutlich schneller. Ja. Und mittlerweile ist es aber so, es gibt ja so viele tolle Base-Sorten, die so gut haften, dass du gar nicht mehr alles wegmachen musst, sondern es reicht, wenn du einfach nur die Farbe entfernst. Und das Base so in Form bringst, dass du nur noch mal dünn nachtragen musst und dann wieder eine neue Farbe auftreibst. Ich sage auch mal so 90% und alles, was nicht mehr hält, abmachen. Ja. Und das war jetzt auch eben bei der letzten Schulung so, dass die Mädels überrascht waren darüber, wie wenig Altmaterial ich eigentlich abgetragen habe und wie viel ich noch draufgelassen habe. Da sage ich, ja, das ist Material, was ja da noch super funktioniert. Warum dann entfernen? Okay. Ja. Das ist doch mehr Arbeit mehr und mehr Kosten. Genau. Und wenn das doch noch super hält, warum soll ich das wegmachen? Mhm. Und dann heißt es auch nicht mehr auffüllen in meinen Augen, wenn ich alles weggemacht habe. Das ist nur auffrischen. Das ist neu. Und ja, ich brauche einen Rosenholzstäbchen oder einen Pro-Pusher. Mhm. Ja, der Pro-Pusher, den ich jetzt hier habe, der hat die ähnliche Funktion wie auch der Rosenholzstäbchen, das siehst du von der Form her. Plus nochmal hinten so ein Der hat Schwert. Halt, ja, ein den benutze ich nicht. Ja, ja. Der ist mega scharf. Und das ist halt so ein Zurückschieben der Nagelhaut. Da gibt es ja auch bestimmte Techniken, worauf wir jetzt hier nicht eingehen müssen. Genau. Aber auch hier habe ich festgestellt, dass ich mit diesem Pro-Pusher am besten zurechtkomme. Von welcher Firma ist der? Von Starlex. Okay. Genau. Von Starlex ist eine Firma aus der Ukraine. Und Rosenholzstäbchen weiß ich nicht, woher. Aber die kriegt er ja
Überall. Überall. Genau. Ja. Eine Bürste? Eine Bürste brauche ich, die ich halt auch gut reinigen kann. Und da, ich weiß, es gibt ja jetzt die Bürsten, wo du dann an deinem kleinen Finger und dann, damit komme ich nicht klar. Das ist wie, ich fühle mich da wie behindert. Aber ich mag auch diese Bürsten nicht hier, die du halten musst, weil dann kannst du nichts mehr wegschubbeln. Ja. Die liegen schön in der Hand. Ne? Ja, meine Riesenzahnbürste sozusagen. Ja. Genau. Pferdezahnbürste. Genau, Pferdezahnbürste, genau. Und die habe ich. Ja. Und was für Diamantpizza hast du da? Sehe ich jetzt drei verschiedene? Drei verschiedene. Ich habe einmal eine Flamme. Mhm. Ja. Welche Stärke ist das? Die Flamme, also das sind jetzt alles... die Flamme war blau, der war auch blau und der war rot. Mhm. Genau. Und blau, weißt du, das ist so mittlere Stärke. Genau. Rot ist soft, grün ist dann eben schon stärker. Ich hätte es damals anders gedacht. Also wenn das Rot das Stärkste ist. Ne? Ja, ja, so Danger. Genau, Danger. Nicht benutzen und so. Ja. Nee, genau. Und das da habe ich halt, ich meine, bei den Flammen gibt es ja auch unterschiedliche Breiten, Dicken, mal ein bisschen mehr bauchig oder ein bisschen weniger bauchig. Das ist halt unterschiedlich, auch wie hoch dann der Nagelwall ist und das Eponychium, wie weit das geöffnet werden kann. Aber da müssen wir jetzt nicht drauf. Expertin. Genau. Also. Und, aber das ist so eine mittlere Größe. Genau. Und ja, das ist eigentlich auch so den ich zu Hause habe. Blau war. Genau. Und damit kann ich ganz gut arbeiten. Mhm. Und dann habe ich eben noch... Wie oft tauschst du die aus? Puh, das ist unterschiedlich. Man sagt ja immer so zwischen 7 bis 10 Mal. Mhm. Aber nicht jeder hat ja dieselbe Nagelhautbeschaffenheit. Mhm. Das heißt, bei dem einen Kunden trägst du weniger ab und beim nächsten musst du mehr abtragen. Und daher kann ich dir das gar nicht so sagen. Mhm. Aber du spürst ganz schnell, wenn die nicht mehr können, weil ihr nichts wegkriegt, beziehungsweise Schürfwunden. Nicht Schürfwunden produziert und der Kundin das auch wehtut oder beziehungsweise heiß wird. Mhm. Aber ich tausche die dann so nach 15 Mal auf jeden Fall aus, weil es einfach dann, du merkst, du bist nicht mehr produktiv genug, brauchst länger und so weiter. Mhm. Genau, und dann habe ich den Zylinder, den abgeschnittenen Zylinder habe ich. Der oben auch nochmal Diamanten hat, ne? Genau. Mhm. Und der ist super, also ich liebe diesen Fräser, weil der wirklich richtig schön den Rand sauber macht und auch den Nagelwall bzw. das Eponychium aufstellt. Mhm. Ja. Es gibt ja zwei verschiedene Arten. Bei den einen nimmt man die Flamme an der Maniküreart und bei der anderen nimmt man eher den da. Mhm. Und das ist auch nochmal so eine spezielle Geschichte. Das ist hauttypabhängig. Aber genau, und damit kann man dann eine schöne Mauer aufstellen und schön sauber machen. Mhm. Das, je nach, ich brauche die, weil ich nicht weiß, welcher Hauttyp vor mir steht. Mhm. Ja. Okay. Und klar könnte man sagen, okay, ich nehme die dann erst raus, wenn ich weiß, welcher Hauttyp da ist. Das ist auch wieder ein Arbeitsschritt mehr. Ne? Ja, beziehungsweise wenn dann irgendwann mal hier die Wand dann da ist, dann wird es auch so kommen, dass wir die Bits schon hinten gelagert haben und dann das rausnehmen, was wir genau brauchen. Mhm. Und genau, und zum Finishen. Zum Finishen der Haut nehme ich den abgerundeten, keine Kugel, weil ich finde, dass ich durch den abgerundeten genau die Position des Bittes sehe. Mhm. Im Gegensatz zu einem runden. Ja, also den Winkel sehe ich besser und ich kann damit dann besser arbeiten. Ja. Genau. Ja. So, Scheren hast du auch zwei. Genau. Also, eine Zange und eine Schere. Genau, eine Zange. Die Zange benutze ich, wenn die Haut steil aufgerichtet ist und die Schere benutze ich, wenn die flacher, genau, wenn du die Tasche gebildet hast und dann kannst du schön drumherum schnippeln. Aber mit der Schere kannst du nicht aufgestellte Haut.
Frage ich direkt nochmal nach den Firmen von den Fräsbits, wo hast du die her? Genau, also es ist unterschiedlich. Ich habe die tatsächlich bei GTM Bits bestellt. Den großen kann ich dir leider nicht sagen. Okay, aber den gibt es ja eigentlich überall. Ja, ja. Ich glaube bei Accurata. Ja, okay. Ja. Ja. Ich muss eh nachbestellen und ja. Ich bin auch schon auf der Suche. Und? Ich finde den ganz gut, der ist nicht zu bauchig, hat auch hier oben, ist nicht zu spitz, aber auch nicht zu flach. Mhm. Und dann kann man super gerade hier in den Seiten die Ränder sauber machen. Ja, genau. Da habe ich übrigens ein ganz tolles Video. Genau, bei kostenfrei, bitte schön, auf meinem Instagram-Account. Die Frästechnik, deine Frästechnik. Genau, die ultimative Frästechnik. Ja, genau. Ja. Und die Schere? Und die Schere, die habe ich von Olena. Genau, habe ich dir nachgekauft. Genau. Ja, ja, ich weiß. Von Olena. Genau, da habe ich, ich kann sie mal auspacken. Ganz wichtig für dich auch. Immer im Schaft halten, drin lassen, weil einmal so aufgekommen ist die Schere, die Spitze. Die muss man wirklich fein behalten. Genau. Ich habe mir aber auch beide gekauft. Ja, ich auch. Ich habe auch noch die gebogenere. Gell? Hast du auch, oder? Genau. Und genau. Und ja, mit der arbeite ich. Die habe ich sehr gerne. Und die ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt. Okay. Die erste habe ich gleich geschrottet, eben so, weil ich nicht auf, nicht in der Klinge hatte, beziehungsweise in der Schaft drin hatte. Und da auch direkt nach dem Benutzen, ich mache die Hautreste weg. Und dann packe ich die gleich so rein und dann erst auf mein Tablett. Und nach jedem Kunden desinfizieren. Und dann geht es natürlich in ein Steribad rein. Genau. Aber genau, Desinfektionsbad rein, aber eben, genau. Und dann habe ich eben die. Die, okay. Die ist von Stalek. Ich mag die, Nagelhaut. Zange, danke. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Nicht schlimm. Sehr gerne. Ich arbeite meistens mit der Größe 3 bei der Maniküre, weil die nicht zu groß ist und man kann wirklich richtig schön kleinere Flächen. Wenn die Zwinge hier zu lang ist, dann kann sein, dass man eher von hinten schneidet als dass man vorne. Ja. Genau. Und das ist alles, was ich brauche. Naja, nicht alles. Ne? Also du hast ja auch noch Fein. Ja, okay, ich habe noch Fein. Aber das ist das Set, das, worauf die Kunden dann, genau, wenn ich dann Kunden arbeite, dann, ich habe nicht mehr. Also es ist, das ist alles. Ja. Also auch das kein deckt großer alle, Kostenfaktor. Nein, ne? Nein. Klar habe ich die in mehreren Ausführungen, aber so das Set eben so da, damit wir halt schneller wechseln können. Genau. Und dann das, die benutzten Sachen dann in der Zeit auch im Desinfektionsbad liegen können. Auch schön, dass du so eine Schale hast, ne? Sieht genau, auch direkt professioneller das ist aus. Ganz und, wichtig, ja. Genau. Als Tipp kann ich wirklich mitgeben, holt euch lieber eine Kunststoffschale als eine Metallschale. Ich habe auch gedacht, na super, ich mache das richtig medizinisch, habe Metallschalen geholt und nach 2-mal benutzen waren die schon... Zerkratzt wahrscheinlich. Nee, so, es kam doch Rostflecken durch. Ah, okay. Und zwar, weil diese, wenn du das Werkzeug nicht richtig abwäschst, also richtig, richtig abwäschst, dann kann sein, dass noch Flüssigkeit vom Desinfektionsbad. Und da habe ich wohl ein bisschen geschludert und hatte dann zum Trocknen auf diesem Tablett und dann hebe ich das so hoch und dann war schon verrostet. Ja, okay. Genau, gut. Also Plastikschäfer. Genau. Ja, und Feilen habe ich auch von Stalek tatsächlich. Also hauptsächlich die aufklebbaren. Die Boards sind jetzt schon recht used look. Ja. Aber die sind super, die kannst du auch in Desinfektionsbad schmeißen. Und genau, dann kannst du ganz normal die Pads da drauf. Was ist der Vorteil von den Fileboards zum Aufkleben?
Also ich benutze nur eine Seite, wie du siehst. Dadurch habe ich schon mal weniger Müll, beziehungsweise...